Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Erstellen einer VDE-Anwendungsregel. Das Webinar wird ca. 30 Minuten dauern und die Präsentation besteht aus 14 Folien. Zu unserem Webinar darf ich ganz herzlich Herrn Vogel begrüßen. Herr Vogel ist Referent in der DKE und auch zuständig für die Bereiche Kerntechnik und Strahlenschutz sowie auch für elektronische Produkte DIN VDE, betreut zudem die Bereiche Copyright, administrative Bearbeitung von Förderprojekten. Mein Name ist Johannes Stein, ich bin Bereichsleiter der Produktion in der DKE und der heutige Moderator. Falls Sie Fragen haben, können Sie diese gerne unter der Rubrik Fragen und Antworten stellen. Wir werden versuchen, diese Fragen dann auch zu beantworten. Damit darf ich an Herrn Vogel übergeben zu unserem Webinar Erstellen einer VDE-Anwendungsregel. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, was muss ich beachten, wenn ich eine VDE-Anwendungsregel erstelle. Eine VDE-Anwendungsregel, das ist eine kurzfristig erstellbare Spezifikation im Rahmen des VDE-Vorschriftenwerks. Nun, üblicherweise haben wir immer eine Lösung im Sinne. Eine Lösung, also ein Beispiel. Und die Aufgabe ist nun, das Beispiel, die Lösung umzusetzen in Anforderungen und Empfehlungen. Wir schreiben wie bei einer Norm die Anforderungen mit muss oder ist zu, Empfehlungen mit sollte und die Erlaubnis mit darf. Kann ist nicht eine Erlaubnis, kann ist nur eine Möglichkeit. Sie können mit Ihrem Auto Fußgänger überfahren. Heißt noch lange nicht, dass Sie das auch dürfen. Ein weiteres nicht erlaubtes Wort ist soll. Das ist zwar in manchen Regelwerken durchaus vorhanden, aber bei uns hier, wie bei den DIN-Normen, nicht erlaubt. Schließlich bitte für die gleiche Sache immer das gleiche Wort an allen Stellen verwenden. Auch wenn das stilistisch vielleicht nicht so schön ist, aber wir schreiben keinen Deutschaufsatz. Wir sollen den Leser nicht dadurch irritieren, dass wir verschiedene Wörter gebrauchen. Und schließlich heben Sie die Beschreibung auf, Sie können sie nachher noch gebrauchen. Kommen wir zur Anwendungsregel selbst. Der erste Teil, Abschnitt, ist das Vorwort. Dort wird angegeben, welches Gremium zuständig ist und auch, wenn eine Anwendungsregel in der Reihe steht, welche anderen Teile in der Reihe sind oder welche anderen Anwendungsregeln in dem Zusammenhang noch hinzuweisen ist. Schließlich die Angabe, ob ein öffentliches Einspruchsverfahren durchgeführt wurde oder nicht. Wenn also ein Anwendungsregelentwurf veröffentlicht worden war, dann hat das Ergebnis den Status einer anerkannten Regel der Technik, wie eine Norm. Wenn es schneller gehen soll, dann veröffentlichen wir die Anwendungsregel ohne Entwurf, dann ist es einfach eine Spezifikation als Empfehlung des Gremiums. Danach folgt die Einleitung. Sie ist dann kann, sie muss nicht, sie kann auch jetzt fallen. Aber nutzen Sie sie. Es ist die Gelegenheit, das Umfeld zu beschreiben und eine Motivation, die Anwendungsregel anzuwenden. Verwenden Sie hier ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit, denn auch das können Sie nachher noch an anderer Stelle gebrauchen. Es folgt der eigentliche erste Abschnitt, der Anwendungsbereich. Hier ist einfach zu schreiben, wofür die Anwendungsregel gilt, wozu sie Anforderungen stellt und Empfehlungen gibt. Aber hier in dem Abschnitt sind keine Anforderungen erlaubt, auch keine Aussagen zu irgendwelchen Übergangsfristen zu ersetzten Dokumenten. Diese sind vorne im Vorwort zu schreiben. Danach der Abschnitt normative Verweisungen. Heißt auch hier normative Verweisungen, obwohl wir ja kein normatives Dokument sind. Aber eben, das sind alle Dokumente aufzulisten, die im Rahmen von Anforderungen hinten angesprochen werden. Und zwar ist eben die Verweisung in dem Fall normativ. Die Dokumente selbst können durchaus auch andere sein als Normen. Bei den Verweisungen achten Sie bitte darauf, hier in einer deutschen Spezifikation deutsche Dokumente, also DIN oder VDE oder VDS anzugeben. Und nur wenn wir das nicht haben, dann
IEC, ISO oder EN. Und bei der Angabe des Titels darauf achten, dass die Nummer komplett ist, der Titel komplett und auch die Identitätsstellwerke. Eine datierte Verweisung müssen wir immer dann machen, wenn wir auf konkrete Werte, Abschnitte, Tabellen oder Bilder verweisen. Denn wir können nicht sicherstellen, dass in der nächsten oder übernächsten Ausgabe immer an der gleichen Stelle das Gleiche behandelt wird. Dann kommen wir zum dritten Teil, Begriffe und Abkürzungen. Begriffe sind keine Überschriften, die sind durchnummeriert, die Benennung, also das Wort, das definiert wird, und dann die Definition selbst. Verwenden Sie vorhandene Definitionen. Kreieren Sie keine eigenen neuen. Achten Sie darauf, wenn ein allgemeines Wort allgemein zu definieren, ein spezifisches Wort spezifisch. Wenn Sie nur eine allgemeine Definition finden, dann nehmen Sie die und fügen eine Anmerkung zum Begriff ein, wo Sie die spezifische Verwendung erklären. Gibt es einen Tipp, wie man die Begriffe dann halt beschreibt, wie in unserem Beispiel Personen mit Gesamtverantwortung und so weiter? Ja, ganz einfach. Sie bilden einen Satz, in dem das Wort vorkommt. Dann ersetzen Sie den Satz durch die Definition und der Satz funktioniert weiter und hat die gleiche Aussage. Dann ist die Definition inhaltlich und formell korrekt. Anschließend kommt die Auflistung der Abkürzungen. Eigentlich bitte Abkürzungen vermeiden. Ideal, Sie kommen ohne aus. Dann kann dieser Abschnitt hier entfallen. Wenn Sie doch Abkürzungen brauchen, dann nehmen Sie offiziell eingeführt und kreieren keine eigenen neuen. Dann beginnt mit dem Abschnitt 4, der eigentliche inhaltliche Anforderungstext. Und hier bitte auch darauf achten. Keine Hanging Paragraphs, also zwischen den Überschriften Abschnitt 5 und 5.1 darf kein Text stehen. Was mache ich denn, wenn tatsächlich mal ich hier auch Text schreiben möchte? Dann fügen Sie eine Überschrift 5.1 vor diesem Text ein, der zum Beispiel heißt 5.1 Allgemeines. Und dann, was danach folgt, ist dann eben 5.2, 5.3 und so weiter. Okay. In andere Richtung bitte auch achten, keine Scheingliederung. Also, wenn es kein 5.2 gibt, kann es auch kein 5.1 geben. Das würde dann keinen Sinn machen. Ich das Ganze einfach nur Abschnitt 5. Dann schreibe ich den ganzen Text einfach unter die Überschrift 5. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber sicherlich nicht ganz hilfreich. So eine Gliederung ist schon praktisch, dass man dann die Stellen richtig findet, worüber man eigentlich spricht. Gut. Dann haben wir, wie üblich bei den Normen auch, dass die Abbildungen Bild halten, durchnummeriert werden im Text und dann jeweils die Anhang. Tabellen genauso. Und Gleichungen ebenfalls. Nur dort steht dann die Gleichungsnummer in Klammern im rechten Seitenrand. Kommen wir zum Abschluss auf die Titelseite. Hier sagt uns der Buchstabe hinter dem AR, welches Gremium des VDE das die Anwendungsregel erstellt hat. Da steht E für DKE, M für DGBNT, die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE, und N für FNN, das Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE. Dann die erste Zahl davon sagt nochmal das Gleiche, nur eben die Zahlen 2, 3 oder 4. Bei normalen VDE-Bestimmungen, bei den Normen, ist hier an der Stelle eine 0. Und dann wird nochmal das zuständige Gremium in Klarschrift rechts unterhalb des VDE angegeben. Diese Hauptnummern, diese vier Stellen, bündeln ein Thema, wie bei den Normen. Ich habe ein allgemeines Thema, errichten elektrische Anlagen, mit Nennspannung bis 1000 Volt zum Beispiel, hat eine Hauptnummer und dann folgen die einzelnen Themen zu dem Hauptthema als Teile nochmal hinten dran, sodass das Hauptthema wunderbar gebündelt ist. So sollten wir das bei den VDE-Anwendungsregeln auch halten. Sprich zum Beispiel, wenn eine Norm zum ähnlichen Thema mit VDE 0 irgendwas existiert, in dem Fall zum Beispiel VDE 0 220, dann sollte die Anwendungsregel
zur verwandten Thematik auf die gleiche Hauptnummer tragen, sodass man die Sachen zusammenfindet. Und die Unterscheidung in die einzelnen Themen findet dann auch wiederum nachher hinten in den weiteren Teilnummern statt. Nun die zweite Zahl. Die sagt die LVDE-Gruppe. Das ist eine thematische Sortierung, nach der auch Leute die Normen abonniert haben. Also bitte ein bisschen aufpassen. Also dass Ihre Anwendungsregel hier in der richtigen Thematik sortiert ist. Und wenn hier die 4 stünde, dann würde es nicht heißen, dass dort alle Vorschriften drin sind, die Prüfangaben enthalten. Nein, das war in dem Fall Geräte und Systeme zum Prüfen. Denn wenn Sie einen Umformer haben, ein Trafo zum Beispiel, dann würde hier das mit der 5 beginnen. Und natürlich ist die Prüfvorschrift für den Trafo auch wieder 5. Okay. Zum nächsten, dann die Überschrift. Ihnen ist klar, was ich spreche. Natürlich. Wie gesagt, wählen Sie die Überschrift einfach. Für den unbedachten Leser stellt sich jetzt in dem Fall die Frage, ja, schön, Netzinformationen. Aber was für ein Netz? Das hat wohl was mit Elektrotechnik zu tun, sonst wäre es nicht VDE. Könnte aber sein, dass es vielleicht ein neues Fischernetz ist, das Informationen an den Shorter übermittelt. Oder ganz was anderes. Volleyballnetz, das Informationen an den Schiedsrichter gibt. Oder Industrie 4.0, nein. Hier ist eine Netzinformation, die sich aufs Internet bezieht und Informationen über die Übertragungseigenschaften an den Administrator liefert. Sie sehen, es gibt noch viele Möglichkeiten. Deshalb ist es wichtig, eindeutig anzugeben, in welchem Bereich wir uns finden. Und was wäre jetzt in dem Fall als Beispiel den Haupttitel Übertragungsnetze für elektrische Energie? Damit haben wir ein Hauptthema gebildet und es ist klar, dass es jetzt das Energienetz ist. Und zu dem Hauptthema kann es dann auch weitere Teile noch geben, wo zu dem ähnlichen Thema Übertragungsnetze für elektrische Energie auch weitere Teile dann noch folgen können. Wenn ich nur könnte, ich wäre sogar sinnvoll, die als Teile in der Reihe anzuordnen, weil dann der Leser die Sachen leichter findet, weil sie nicht auf verschiedene Hauptnummern verteilt sind, sondern eben unter dieser einen konzentriert zusammengestellt. Und dann brauchen wir noch einen englischen und einen französischen Titel. Und spätestens dann, wenn Ihnen beim Übersetzen auffällt, dass der englische Titel ein bisschen schwach im Ausdruck zu nichts sagen ist, dann machen Sie ihn sagen, aber passen Sie auch auf, dass Sie den Deutschen entsprechend anpassen. Denn wenn die Übersetzung Problem zeigt, ist die Quelle davon sicherlich im Ursprungstext. Ja. Dann kommen wir nochmal hinzu, zur Nummer nochmal, die Hauptnummer hatten wir schon vorhin gesagt, vierstellig, die das Thema bündelt und hinten für unsere Teileeinteilung haben wir zur Verfügung 3 Blöcke, aber maximal 4 Ziffern. Wir brauchen das nicht auszunutzen, aber wir können das nutzen und können damit unsere Themen, Einzelthemen dann schön sortieren und gliedern. Damit haben Sie Ihre Anwendungsregel fertig. Und für die Veröffentlichung brauchen wir allerdings noch ein paar Dokumente. Zum einen ein Datenerfassungsbogen. Das Interessante daran ist die Kurzfassung des Anwendungsbereichs. Zwischen 100 und 640 Zeichen. Einmal Deutsch, einmal Englisch. Es wird verwendet in Datenbanken des DIN, des Deutschverlags, des VDE-Verlags. Dann die Dateien der Bilder. Tiefdateien bitte mindestens 600 dpi Auflösung. Und die Bilder möglichst in Schwarz-Weiß. Wenn Sie Farbe verwenden, dann sollte damit eine Botschaft verknüpft sein. Aber die Farbauswahl bitte auch so halten, dass der Ausdruck in Grautönen erfolgen kann und dann immer noch erkennbar ist. Denn die gedruckte Fassung der Norm ist immer nur in Schwarz-Weiß, nicht farbig. Sie können natürlich neben der Farbe auch noch Linienarten verwenden. Normale Linie, fette Linie, gepunktet, gestrichelt und so weiter. Das wird die Unterscheidung noch unterstützen. Dann bräuchten wir eine PDF-Datei, in der die Bilder an der richtigen Stelle eingebunden sind, sodass die Damen, die die Manuskripte erstellen, das als Vorlage nehmen können. Und zuletzt
an Ankündigungstext in Deutsch und Englisch. Das ist etwas umfangreicher. Und der Anwendungstext soll eben eine Motivation geben, die Anwendungsregel zu kaufen. Das ist dann auch beim Verlag auf der Webseite zum Beispiel nachzulesen. Zu kaufen und anzuwenden. Ja, natürlich. Und Sie finden den Text dann zum Beispiel auch in E-Mitteilungen, in der EDZ und falls wir das noch weiter verwenden, auch möglicherweise in anderen Zeitschriften. Mhm. Zum Schreiben. Wir wissen nicht, wie viel Platz zur Verfügung ist. Also schreiben wir wie ein Journalist. Die Botschaft muss in den ersten beiden Absätzen stecken. Und zwar in der ersten wird dem Leser erklärt, was ist das Problem, das ist die Aufgabe. Und der zweite Absatz sagt, hurra, hier ist die Lösung, nimm die Anwendungsregel, wende sie an, dein Problem ist gelöst. Und danach können wir noch ein bisschen mehr Informationen geben. Und hier ist nämlich wunderbar das, was wir als Einleitung formuliert haben. Das passt dann, denn dann wird die Motivation erklärt, die Anwendungsregel anzuwenden. Und der Redakteur mit dem Zeichen kann dann eben entscheiden, ich habe so viel Platz, und dann wird er von hinten eventuell den Text weglassen, aber der vordere bleibt stehen und die Information ist schon erhalten geblieben. Auch wenn hinten mal von der Detailinformation mal ein Absatz weniger dastehen sollte. Und jetzt fragen Sie noch von Anfang, der Herr Vogel hatte gesagt, ich kann die Beschreibung aufheben. Ja, das können Sie aufheben. Und die können Sie, wenn Sie das möchten, wenn die gut ist, durchaus als informativen Anhang zum Teil der Anwendungsregel machen. Das steht dann nicht als separate Veröffentlichung, sondern eben als Anwendungsregel im Dokument selbst. So. Soweit, vielen Dank. Hier noch die beiden Kolleginnen, die dann die Ausführung ihrer Manuskripte übernehmen, können Sie direkt kontaktieren, wenn Sie einzelne Fragen haben. Bitte schön. Ja, wir haben noch eine Frage, Herr Vogel. Es wird gefragt, wie ist das Verhältnis von VDE-Anwendungsregeln zu Gesetzen oder zu Normen? Ja, wir haben zwei Arten von Anwendungsregeln. Einmal die mit Veröffentlichung eines Entwurfs, also mit öffentlichem Einbringungsverfahren, wo der Entwurf eben nicht nur in einem Gremium verteilt wurde, sondern richtig veröffentlicht wurde wie ein DIN-Normentwurf beim Verlag. Dort hatte die gesamte Öffentlichkeit die Möglichkeit mitzusprechen und das Ergebnis ist dann eine anerkannte Regel der Technik. Status wie eine Norm. Machen wir schneller, verzichten wir auf den Entwurf, das ist eine Eintragsspezifikation und Empfehlung des Gremiums. Damit ein einfacher Empfehlungscharakter ohne jegliche weitere Relevanz. Aber beide Formen werden auch in der VDE Vorschriftenwerk aufgenommen. Beide werden aufgenommen und die Unterscheidung erkennen wir dann im Vorwort. Aber für die meisten Zwecke bei uns, wenn wir da nämlich eine Norm vorbereiten wollen, kommt uns ja darauf an, die Spezifikation möglichst schnell rauszubringen und dann bringen wir zumeist ohne Entwurf zur Öffentlichung. Die Spezifikation sofort heraus, weil wir ja wissen, dass es dann irgendwann, wenn noch fertig ist, durch eine möglicherweise DIN-EN-Norm ersetzt werden. Gut, vielen Dank, Herr Vogel. Weitere Fragen liegen nicht vor. Dann darf ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Auch bei Ihnen darf ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und für die Zeit, die Sie mit uns verbracht haben bei dem Webinar. Das Webinar wird auch als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt, sodass Sie auch gerne im Nachhinein sich das Ganze nochmal anschauen. Wenn Sie Fragen haben sollten, können Sie uns gerne kontaktieren. Auf Wiedersehen.